Willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play UMSI 2. Omnibus Simulator mit mir, mit Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Fahrt. Und zwar, ja, von Markscheid Kirchplatz nach Arnheim, ja, zur Dieselstraße. Und zwar auf der Karte Arnheim-Lauensbach Updated, die ja gestern Mittag erschienen ist. Und wir fahren jetzt nur weiter. Ja, es wird wahrscheinlich so 2-3 Teile heute geben. Denn ja, ich muss noch ein paar Sachen erledigen wegen meinem Geburtstag. Ich muss nach Hause. Einfach nicht wundern. Guten Tag. Hallo. So, die Tour geht schon weiter. Wir befinden uns jetzt gerade bei Lauensbach, draußen, beziehungsweise auf dem Wege. Eule. Ja, meine Freunde, wie ihr wisst, ich bin momentan, ja, also ein bisschen nicht motiviert darüber, was gerade mit der Szene passiert, beziehungsweise bei einem gewissen K.M. aus G, der ja die Karte Wuppertal ja rausgebracht hat, ne? Und was will ich da großartig sagen? Ja, tut mir leid, also die Karte ist schon. Also alles was recht ist, aber könnte ich keinen Kampf. Thank you.
Ja, es ist wirklich so, es geht halt nicht und es kann halt nicht sein. Aber ja, er macht es leider so. Und ja. Peinlich, peinlich sein. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin. Ich muss leider wirklich ehrlich sagen, mir gefällt die Karte auch nicht. Seitdem das ist. Diese Straße. Dieser Bus hat sein Fahrziel erreicht. Bitte steigen Sie aus und bitte Sie da. Das war aber jetzt schon eine kurze Linie. Das war wirklich vorhanden. Diese Straße angelangt. Das habe ich jetzt noch gar nicht so ganz gemerkt, aber okay, alles wunderbar. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch schon mal fürs Einschalten. Ah, okay, alles klar, wir werden nämlich jetzt noch hier rüber. Deswegen. Und gleich einfach laut machen. Wahrscheinlich. Sage ich jetzt mal so, ja, was macht, wer weiß es. Ja, dann auf jeden Fall noch nur auf V2, also da bin ich wirklich auch gespannt. Denn so wie ich schon viele sehen durfte, sieht hier die Karte mega geil aus. Da bin ich wirklich gespannt, Carsten, was er bringen wird. Ja, es wird ja noch verschiedene Karten noch geben. Was noch so alles noch rausgeht, das ist ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall dann mal in den späteren OMSI News mal sehen, ne? Und ja, deswegen freue ich mich wirklich drauf, euch irgendwann mal die neue Karte zu präsentieren. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag hier auf Anhalt-Dorf-Bach bzw. da wo ihr wohnt. Bis dahin, macht es gut, stay positive, positive denken und Leute, bis dahin, euer Peter, ciao, ciao.